Aber wieso? Ich verstehe es nicht. In der Öffnerzug sind sie mir in zur guten Stelle, wenn wir die U-Bahn nehmen. Ja, U-Bahn. U-Bahn-Station. Sieht sehr schick aus. Die war rumgepisst und so. Ja. Thomas! Und so. Den zu. Grumme, grumme, brumm, brumm. Ah, welcher ist denn da nun? Sie scheinen ja sehr in Grübeln zu viel, Steve, zu Herrn Inspektor. Können Sie unsere Erkenntnisse sammeln? Ah, Leighton, Sie kommen wie gerufen, Mann. Ich habe da eine ganz frische Fährte gefunden, aber ein Detail wird noch ein Rätsel auf. Letzte. Tappt, Longfinger. 15. Wir waren auf Rätsel 100. Was? Wir waren beim letzten. Dieses Rätsel kenne ich gar nicht. Als eines der Beweisstücke in meinem Kriminalfall wurde ein Fingerabdruck an der Wand entdeckt. Viele Verdächtige, die am Tatort festgenommen wurden, kommen für die Tat in Frage. Vergleiche die Fingerabdrücke an der Wand mit den Fingern der Verdächtigen A, B, C und D und bestimme so den Täter. A. Oh. Wieso? Mal sehen, ob das stimmt. Ach, Abdruck. Du kannst ja sehen, das ist so, als ob man sich spiegeln würde. Ach so, hast du einfach das verglichen? Ja. Ach, man, guck mal, wie die alle aussehen. B ist so eine Verarschung, das sieht genauso aus, deswegen. Stimmt. Aber wenn man so Abdrücke sieht, sieht es ja genau alles aus. Ah. So dumm, ne? Perfekt, nun muss ich noch den Übertritt. Ah, Herr Inspektor, sollten Sie nicht gleich einen Premierminister suchen? Hör mal, Kleine, ein Polizist, der etwas auf sich hält, lässt keine Verbrechen ungeklärt. Na, weil ich dann voll nachdenke. Wenn Sie mir keinen Kehricht, mit dem ich alles angelegen muss, aber selbst in der Teststätte des Übers werde ich an den Gaunern Respekt vor Skeletten einflößen. Ich bin mir sicher, dass der Bürger ihres Einsatz zu schätzen ist, Herr Inspektor. Ja, und vielleicht finden Sie auch über ein verlebtes Premierminister heraus. Guck mal, Rätselindex. Und ich hab bei 100? Ja, ne? Mhm. Hab ich so viele verpasst seitdem? Ja. Ich war nicht mal bei 100. Da fehlen uns noch ein paar. 7 Stück? Dann sprich die mal an. Ich weiß, glaube, die hat keine Rätsel mehr für uns. Hä, warte, wo war noch ein Rätsel eben? Ich weiß dann, wo die anderen Rätsel sind. So, die können die jetzt alle aufpicken, wenn du willst. Ja, komm. Im Casino waren noch welche. Jetzt nochmal kann man da nicht, aber später kann man da rein. Eins wurde noch zu Oma Enigmatics haben. Stimmt, stimmt. Der hat noch eine Rätsel für uns. Hey Leute, halt mal zu, ich habe hier was bestimmt interessiert. Was ist das denn? Ich habe mir gerade einen von total fantastischen Rätsel mit einem unmissbaren Schweres. 104. Ja, geht doch. Wer war der Schuft? Petzak. Du wärst der Beste. Jemand hat den Kuchen gegessen, der mir für später aufgehoben hatte. Ich war's nicht. Weder A noch D haben ihn gegessen. Ich war's auch nicht. Ja, ich war's auch nicht. C sagt C. C sagt die Wahrheit. Okay. Vielleicht B, weil D noch nicht geredet hat? Genau, ob es das liegt im Winter, oder? Mundraum verschleiern. Okay, A, ich war's nicht. Weder A noch haben ihn gegessen. Ja, warum sagt B das? Obwohl. Ich war's auch nicht. C sagt die Wahrheit. Genau, eine Person liegt und will damit den Mundraum verschleiern. Wer ist der? Kaiser, die Haupt. Hat einer von den Krümeln an der Backe? Fettsack! Nein! Ich sag B auch. Guck mal, warum ja, sagt. Ja, ja, deswegen. Irgendwie auch schon merkwürdig. Hier, dein Kopf habe ich angekreist. Das ist meine Antwort. Nein? Hä, der Fettsack. Ich muss das. Nein! Also, dann nochmal von vorne. Okay, komm, einfach nur nochmal lesen. Ey, jetzt haben wir nur 3 Versuche. Ich glaub, D. D? Warte. Nein, nicht drüben. Ich bin immer noch für den Fettsack. Nein! Ich weiß nicht, weder A noch E habe ich gegessen. Das heißt, dass er die Wahrheit sagt. D ist es nicht. Der Fettsack, der ist der Einzige, warum er Kuchen essen würde. Also guck mal, B haben wir gemacht. Weder A noch D. Lügen rausfinden, ne? Mhm. Guck mal, B haben wir gemacht, das ist falsch. Das heißt, er ist nicht der Lügner. Er sagt also die Wahrheit. A und D haben ihn nicht gegessen. Also A und D, also C. Obwohl, ja. Das ist richtig ist schon so gut wie gelöst. Scheiße, Mann. Okay, dann noch die. Nicht der Fettsack. Das wieso ist die aber Lügner krank. Nur? Nicht der, der ihn gegessen hat, ne? Dann die. Das Mädchen? Du weißt, was Fettsack ist. Das ist meine Antwort. A? Wieso sagt A falsch? Das ist aber peinlich.
Ich verstehe jetzt, dass er jetzt nicht. Immer bei solchen Rätseln haben wir immer das Letzte. Was soll das? So, warum die hier? Ob die so. Ob die sowas nötig hätte. Gucken wir mal. Das ist meine Antwort. Hä? Ich muss wohl nochmal überlegen. Die ist alle gemacht, oder? Ja. War da noch einer? Warte, warte, warte. Sag jetzt nicht der, der hier. Wo kommt der her? Der war die ganze Zeit schon da. Das ja, aber Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Was soll das? Mein Wichser. Was soll das? Hä? Leightons Lehrling ist kein Rätsel zu schwer. Perfekt kombiniert. Wer stand noch als erstes im Rätsel? Hey, jemand hat den Kuchen gegessen, den ich mir viel spät aufgehoben habe. Wenn du die Logik überlegst, wirst du feststellen, dass keiner von den vier richtig A, B, C da liegt. Gelungen hat nämlich der allererste, sprich als er braucht, er habe den Kuchen viel später aufgehoben. So ein Hund, ne? Den Kuchen gegessen, den ich viel später. Also hat er gelogen bei dem Satz, da war, wo soll man wissen, dass er gelogen hat? Scheiße! Wieso war das sonst noch so wacker? Stimmt eigentlich. Oh nein. Echt? Ach, der Name ist immer so geil, Wayley. Layman! Der hat bestimmt. Der hat bestimmt noch ein Rätsel. Man kann da noch später rein. Da gibt es noch ein paar Rätsel für uns. 104, 105 und wir haben 98. Also 99, 100. Hat er? Ja, hat er. Okay. Ich hab keinen Bock, das zu lesen. Der ist immer so depressiv, der Wichser. Ja, dein Sohn, mein Filius war ein begabter Schwimmer. Hier diese Rätsel hat er mal gestellt. Was meinst du? 103, okay. 102, 101, 101. 102, 101, 100. Ah, cool. Ja, eure Spezialitäten, die muss die ja. Ein Schwimmbecken muss mit Wasser gefüllt werden, ehe die Kinder sich daran tummeln können. Aber alle Schlauchventile zwischen Wassertank und Schlauchhände sind fest zugeschraubt. Du sollst genau drei der vier Ventile öffnen, damit das kühle, nasse seinen Weg ins Becken findet. Markiere die drei richtigen Ventile, indem du sie berührst. Also da, wo das Wasser rauskommt. Mhm. Drei oder vier kann man. Sagen wir mal, ich öffne das. Fließt das so bis dahin, dahin. Aber wo soll das dann rauskommen? Also hier, hier sind es raus. Warte mal, kann kurz Notiz machen. Warte, gehen wir mal, um das zu verstehen. Also das Wasser kommt hier rein. Ja. Da kommt es nicht durch, weil es zu ist. Da ja. Kommt es auch nicht zu. Ja, man kann es ja aufmachen. Deswegen. Also dann ist hier auf. Ja. Dann musst du eins davon aufmachen, um das hier Wasser durchzulassen oder nicht? Weil hier ist zu und. Ja, deswegen ja, aber ich mach das jetzt anders. So. Ja, stimmt. Wenn du da machst. Das hier. Oder? Warte, Notizen sehen uns den Weg an. So. Nein, du musst von da ausgehen. Ach ja. Ja. So. Da hast du. Dann muss es da. Ja. Das ist der Weg. Gut gemacht. Oder bist du jetzt skeptisch noch? Ein bisschen. Wusste ich doch. Wieso denn? Ich weiß nicht, irgendwas war zu Dings da. Ich muss wohl nochmal überlegen. Nur an drei Stellen öffnen, ja? Verfolge den Weg vom Tank bis. Ja, irgendwo kommt das nicht mehr raus. Nochmal gucken. Wassermarsch. Ach so. Nein. Oder? Nein. Oder? Ich weiß den einfachsten, simpelsten Weg. Soll ich dir zeigen? Ich sehe den jetzt auch. Hier, ne? Oh nein, noch nicht. Warte, ich habe gerade den. Den und den, ne? Ja. Hab ich auch gerade gesehen. Soll ich machen? Ja. Das kann ich da. Oder doch? Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Hä? Oder. Warte, was meinen die hier? Ich muss wohl nochmal überlegen. Nur an drei Stellen öffnen, ja? Sollen nur drei? Sollen wir drei oder was stand da jetzt? Da steht drei oder vier, stand da doch. Also, stand da so jetzt. Drei der vier Ventile öffnen, damit. Ach, drei der vier! Ach so. Nicht drei oder vier, okay. Okay, dann können wir gleich neu machen. Haben wir nur einen Denkfehler gerade gemacht. Einer von denen muss geöffnet werden, sonst kommt das nicht durch. Welche sollen wir öffnen? Den nicht. Ja, stimmt, den hier dann. Okay, dann ist der Weg schon ausgeschlossen. Warte, ja. Nein, lass mal, das andere kann man besser erkennen, wirklich. So. Das ist ausgeschlossen. Ja, ich hab das.
Nein, 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 oder? Hm? Ah. Jetzt hab ich's. Das da und das da. Guck mal, das fließt so. Ja, stimmt, ja, ja. Das hab ich auch so gedacht. Ja. Okay, gut. Gut, so. Ich dachte drei oder vier ganze Zeit. Du das auch, ne? Das ja. Ist schon so gut wie gelöst. Oh. Hätten wir es mal besser gelesen, hätten wir es auch schneller hinbekommen. Ich wusste es. Ey. Drei der vier. Ja, es ist schön. Das kann man auch nicht als Rätsel bezeichnen. Man muss einfach betrachten, oder? Geht. Dann muss man so, wenn man zwischen ist, oh, wie ich ihn wieder sehen würde. Haben wir eigentlich viele Papagei jetzt alle geholt? Nee. Zwei Stück. Nein, drei Stück noch. Bilderbuch fehlen uns auch noch so 5. 100, 200, 100, 99 fehlt. Der hat kein Rätsel für uns. Sicher? Nein, der hat nie ein Rätsel für uns. 1, 2, 3, 4 fehlen. Hey, das war, da war so. Hä, hey, das hat. Dieses Gespräch hattet ihr das schon? Ja, ne? Welches? Was ist das? Achso. Wer die kleine Fettsack hier? Vogelmensch? Okay, der hat hier nichts. Es fehlen uns 4 Stück. 99, 100, 101, 102. Ja, stimmt, der Typ hier. Hm, vielleicht muss der Barkeeper besonders machen. Da kommen wir noch später hin. Kann man jetzt schon verraten, da geht ja, man später bestimmt. Noch hin. Wie wartet er noch? Er hat nie ein Rätsel, das sag ich dir. Er ist so dumm für ein Rätsel, glaub ich. Man müsste, glaub ich, in der Stadt noch suchen. Dann gibt's noch im Vorort noch welche. Hey, der reißen das weg. Stimmt. Ja, ja, pass auf, Leute. Hat er nicht mehr, wir dürfen nicht in Scheinertown? Dürfen wir nicht. Hier. Yeah. Guck. Ja, ja, siehst du, wir können einfach wieder mal rein. In römische zu helfen. Irgendwo dachte ein paar. Ja, ja, ja. Oh Mann, es geht doch schon wieder los. Warum sollte ich jetzt so gehen? Ich spreche. Liebe tun. Ja, ja. 101. Also müssen wir wirklich in Scheinertown wieder, um die ganzen Rätsel zu machen. 102 fehlt trotzdem. Und 100. Ja, und 99. Die roten und blauen Symbole, die du hier siehst, stellen vier überaus fürchtende Liebespärchen dar. Oh. Jedes Paar möchte nun gerne eine Verabredung treffen, ohne dabei irgendjemand sonst über den Weg zu laufen. Zeichne eine Linie über die Paare A, A, B, B, C, C und D, D zu verbinden, ohne dass sich ihre Wege kreuzen. Okay, das sieht simpel aus. Echt? Okay, erstmal 4A. D ist so, ne? Ja, stimmt eigentlich. Warte, das können wir schon machen. C ist, glaube ich, so rum. Über den Weg zu laufen, stimmt. Da läuft er doch über den Weg. Wen denn? Also, ach so, okay. Okay, wie soll dann A zu denen kommen? Noch B nach unten. Und so, oder? Ja, und A so rüber. Aber er darf niemanden berühren. Ja, machen die auch nicht. Okay, wir haben die Lösung. Wir haben drei Hinweise benutzt. Und meine Lösung. Und Alex' Lösung ist jetzt das hier. Aber so. Das ist meine Antwort. Wieso nicht gleich? Ja, wieso nicht gleich am Anfang? Das ist so dämlich. Leitungs Lehrling ist kein Rätsel zu schwer. Ja, jetzt freut euch alle. Und bitte sei jetzt liebes, wunderschön, zugleich aber grausam sein. Ist ja einer erleuchtende Ratschlag an? Ja, ganz erleuchtend. Vielleicht hast du noch ein Rätsel für uns hier drin. Ja. Sag ich doch. Oder eins? Ja, das reicht. Ich suche dir noch was Besonderes. Da hatte ich viele Bücher, aber ich fürchte nicht, ob ihr klein gehört. Da kann ich auch. Ja, aber weißt du, wie gut bist du? Glauben Sie nicht, dass der Ratschlag schlecht wie geschätzt sein könnte? Möglich, wenn es Leute dazu ermutigt, mich zu lesen. Ja, wenn er mich zu was muss, können sie ja. Guck mal, manchmal reden diese echt zu viel über ein Rätsel. 102, okay. Okay, 102 da. Da fehlt noch 100 und 99. Ja, okay. Das können Sie mehrere seltene Bücher in einem Antiquarität? Was? Antiquarität. Was ist das? So Antiquitenladen. Achso, gekauft. Der Gesamtpreis betrug 99 Pfund. Die Abbildung unten zeigt das Regal, in dem du die Raritäten gefunden hast. Unter jedem Buch gibt es ein Preiseschild. Welche Bücher hast du entstanden? Markier. Achso, plus rechnen. Ja.
50, 98 ist nicht. Neunundneunzig, ne? Ja. So, wir sind 39. Wie komme ich hier auf 50? Bin ich irgendwie dämlich? Das ist 60. Ja, okay, haben wir es. Das sind 60, ne? Mhm. 60 plus das und das. Das sind 39. 39 plus 60 sind 99. Richtig. Du gabst nur 50. Keine Ahnung. Wie wäre es hier? Einfach nur verwirrt. Hm. Ey, kann man das echt als Rätsel bezeichnen, sowas? Da bin ich aber ja erleichtert. Manche kommen ja nicht drauf. Ja, kann ja sein. Muss man ein bisschen dumm sein, wenn man schon die Lösung so. Also die Preisschilder vor sich hat. Da hat wohl jemand richtig Spaß mit diesem Rätsel. Das richtig mit einem Taschengeld muss ich sparsam gehen. Ja, 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 genau. 99 Pfund. Voll sparsam. Okay, von hier kriege ich nichts mehr, hier fehlt 99 und 100. Ja, da war es immer noch draußen, bis seine Frau sich beruhigt hat. Also, kleiner Mann, ja. Ist das mit Ihnen sehen, sage ich gar nicht so viel. Mein Gemüt ist gar nicht schön, sonnig und je. Fühlt sich sicher nicht, irgendwie ist der Gespräch aber verhaltensweise anders sonst. Boah, die sollen aufhören zu reden. Ihre Eheprobleme will kein Schwein wissen, das ist echt so. Sie wollten jetzt wirklich nicht länger hinausgehen. Alle Missverständnis sollte man so schnell wie aus der Welt schaffen, wie es nur geht. Stimmt, das muss ich auch machen. Das ist echt so. Ey, das ist echt so, guter Tipp von ihm. Oh, na gut, aber ich kann beim letzten Mal wirklich als Aussage nicht verstimmt. Rätsel. Mann. Ja, ich glaube, organisiere. Ja, schön. Für die Leute, die sich dafür interessieren, können sie ja ganze Pause drücken und das lesen. Bin ich. Hat sie nie ein Rätsel für uns? Ich kann mich erinnern, dass die ein Rätsel mal hatte. Gut, gut, aber das ist mir jetzt super. Ich hab mal nichts mit dem Mann gesehen. Damit aber nicht. Ja. Jetzt guck mal, jetzt hilfst du aber bei deren Ehrenproblem da. Ich sag euch, wenn ich den Finger nicht kriege, dann wohin ich nicht hätte, bloß gesagt. Raus, raus, raus. Ich hab echt keinen Bock mehr auf diese komischen Menschen. Ah, wir haben, ja genau, da war ein Rätsel. Mhm. Bitte rede nicht. Ich soll einfach nicht mal reden. Wieso 139? Dann versteckt es bestimmt. Oh. Aber man muss das aber perfekt da hinlegen. Ja. Eine Gaunerbande muss ihre Beute gemäß der Anweisung ihres Bosses verstecken, bevor die Polizei sie erwischt. Diese ziehen Waren genau in den Lücke zwischen den beiden. Das Versteck findet bestimmt keiner dort. Dort lassen wir sie, bis sie in die Lage beruhigt hat. Ach, und bevor ich es vergesse, legt keine großen Barren auf kleinere bestanden. Was? Keine großen Barren, also die wir hier, sollen nicht auf kleinere. Folge den Anweisungen der Gangsterbosses und verstecke das Gold in der Mauer. Okay. Darf ich mal? Ja. So. Wie groß ist das? Das ist größer, ne? Kommt nicht hin. Ach so, da muss ich. Kann das sein? Das wäre die einzige, das wäre die einzige Möglichkeit. Das sieht vielversprechend aus. Was? Okay. Kann ich? Habe ich etwas übersehen? Ich hab doch keine größeren auf. Ich glaube, das eine zählt schon. Das, was länglich war, ne? Mhm. Du hast doch eins, so überschritten. Guck hier. Was war denn falsch? Das ist drauf, das da. Ach ja. Ach so, die Kleinen jetzt darauf, oder? Doch, doch, die Kleinen jetzt darauf. Hm? Die Kleinen jetzt hier. Oder? Nein, 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 da, in dieser Reihe, die Kleinen. Hm. Echt jetzt? Hä? Ach so, ich hab's getauscht. Hä?
Das ist auf zwei, du hast auf zwei fusioniert. Und ja. Hier? Das geht nicht. Ach so, okay. Mach wieder Grüße noch. So, aber da muss jetzt ein kleines Stück rein. Geht doch, hier. Aber da darf jetzt kein großes rauf. Ach so. Was macht das jetzt für einen Unterschied? Was? Dass es auf der anderen Seite ist. Ach so. Genau. Oh. Hä? Das kleinere muss dann oben hin. Das da. Dieses kleine muss nach oben dann. Ja. Das da dann hier. Ja, wir haben es. Also. Yay. So sollte es stimmen. Okay, da haben wir das auch erledigt. Das hätten wir. Ding, ding, ding. Okay. 199 fehlen trotzdem. Ich will wissen, wo die sind. Sollen wir ansprechen? Wer sagt denn was jetzt dazu? Ach, scheiße, kann man es nicht irgendwie überspringen? Komm, hör auf. Sagen die dasselbe wieder? Ja, die sagen das gleiche wieder. Komm, hör auf. Ja. Ich glaube, in den Läden von Chinatown vielleicht. Ich glaube auch. Also diese Chili-Dings. Mhm. Oder? Ja, dann redet sie für uns. Schon ein bisschen, was soll denn durchblicken? Wo geht es denn, wenn man da fragen darf? Ach, wir machen es im nächsten Part, okay? Ja.